Ich hab immer, ich will die ganze Zeit erzählen. Erzähl jetzt. Komm, jetzt. Also, Album. Da wir unser Sonntagsvideo nicht drehen konnten heute, weil Lukas krank ist. Lukas, unsererseits nochmal alles Gute und gute Besserung. Machen wir das heute hier. Und zwar, wir hatten es ja gerade mit Turbocold. Oh, ich hab mich heute so gefreut. Tobi meinte schon, scheiße, das hätten wir filmen müssen. Ja. Und zwar ist in der Box. Zeig das mal andersrum. Zeig ja, das mal. Ja. Ein Schlüsselanhänger. Das ist eigentlich ein Stück Schokolade. Nein, das ist ein Schlüsselanhänger aus Gummi. Und es ist mein Auto von hinten als Gummianhänger. Ist das cool, Alter? Alter, ist das cool. Wir lassen uns schon was einfallen für euch. Und da steht auf dem, Dings steht Techno 20. Ja. Ist das geil, Alter. Also, da muss ich ja echt sagen. Also, wer die Box bestellt, hat das Ding mit drin. Aber ja, das Ding aus Gummi gibt es in der Box. Ist das geil. Geiles Ding. Oh, ich geh mal noch ein Stück in die Ohren. Was jetzt kommt. Find ich das geil. Cool. Das ist mein Auto. Originalgetreu. Das als ist, also von hinten. Eins zu... Ja. Das ist ein Mitsubishi Colt. Ja, und der, weil es ein Track über das Auto gibt auf dem Album, ist genau dieser Anhänger. Geil! Ist das geil, wirklich geil. Hallo. 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 So, jetzt geht's los. Alter, jetzt geht's rund, Leute. Nach Stress und zu suchen, wie das alles hier funktioniert. Wir und Fakt gucken uns jetzt mit euch zusammen die Videopremiere von Ticket an. Habt ihr auch schon so Bock? Ja, auf jeden Fall. Der Fette in der Mitte, jawohl. Hallo. Bisschen. Das wird bestimmt wieder ein Bärstandard. Ja. Das war meine Festplatte! Mann! Scheiße! Scheiße! Wie war der Musikvideodreh? Wir haben 3 Tage gebraucht. 3 Tage? War das 3 Tage? Zwei Tage. Ich naja, 2 Tage. Einen ganzen und 2 halbe. Naja, 2 Tage. Greenscreen war 2 Tage. Einer und Bus war einer. Frag lieber, wie lange die Postproduktion gedauert hat. Länger als der Videodreh. Länger als der Videodreh. Nee, aber wie gesagt, also der Videodreh, der war geil. Der erste Tag war geil. Der erste Tag war geil. So, da haben wir halt Szenen gedreht, die sehr schön wurden. Krank. Werdet ihr gleich in 12 Minuten sehen. Krank. Ist schon soweit, ja? 12 Minuten? Krass. 12 Minuten, Digga. Oh. Also war sehr lustig, war sehr süffig, war sehr feucht, fröhlich. 12 Stunden gedreht am ersten Tag, von 10 bis 22. Hm. Und dann waren wir noch bis 0 circa da, dann haben wir noch ein bisschen Party gemacht. Und aufgeräumt. Und aufgeräumt, Alter. Und aufgeräumt. Ich nicht, ich hab mich verpisst. Ja, das war ja klar. Macht ja alles Dreck. Wir haben gesagt, das wird anders und wir haben uns auf dem Album richtig ausgetobt. Heißt nicht, dass da kein Tech drauf ist, aber wir wollten halt auch mit so einem Ding einfach mal experimentieren und einfach unserer Kunst freien Lauf schaffen. Ich durfte vorhin schon mal reinhören ins Album und Leute, ihr werdet auf eure Kosten kommen. Ich sag's euch so, wie es ist. Wir haben halt auch gesagt, wir bedienen viele Genres und das war als ein Genre davon. Da wir auch 80er lieben, haben wir uns einfach gedacht, wir hauen mal so ein Ding raus. Und jetzt wisst ihr, jetzt kennt ihr den nächsten Track. Aber hier, Ticket. Es gibt übrigens Shirts und man kann jetzt auch Fakt-Shirts bei Feierstoff bestellen. Ab sofort bei Feierstoff erhältlich. Ihr wisst, jetzt habt ihr den nächsten Track auf dem Album. Ja. Ticket. Ein komplett 80er Jahre Ding. Die dritte Auskopplung vom Album. Ich saß vorhin schon hier, bin hier abgestampft, weil ey, wirklich ohne Scheiß, Jungs und Mädels. Ihr könnt euch kein Bild machen, das Album wird richtig dick. Ich bin schuld an dem Song so, weil wir saßen hier im Studio und Rolf zeigt mir so ein paar Beats, ja, und auf einmal kommt der Beat halt, ja, so, und ich sag so, Alter. Und ich gleich den Part gerappt so, ja, und ich sag so, ey, Digga, wir müssen den Song machen, wir müssen das so machen. Unbedingt. Und Rolf so, oh, nö. Ja, du warst am Anfang nicht überzeugt. Ich weiß nicht, irgendwie meinst du und so. Ich so, ey, Digga, pass auf, ich fahr heute Abend nach Hause, ich nehme was auf und dann schicke ich dir das. Und dann hörst du dir das an und dann sagst du mir nochmal, ob du das scheiße findest. Ich schick dir das und dann kommt, ey, wir nehmen den mit aufs Album drauf und so. Richtig fett, richtig geil und so. Ihr müsstet das hören. Ja. Übrigens, das gute Video hat der Lukas gedreht. Ja. Und ich habe die Postproduktion übernommen. Also er hat den Schnitt gemacht, so den groben. Und ich habe noch ein paar Szenen ausgetauscht und die Postproduktion übernommen und sowas. Also genau. Es ist schon, ich finde auch für ein erstes Video haben wir echt da einen rausgehauen. Auf jeden Fall. Wir haben da richtig krass einen rausgehauen, Alter. Und ich denke, wenn man selber davon zufrieden sein kann. Ich feiere es ohne Ende.
Ja, wie gesagt, also wir haben zwei Tage für das Video gebraucht, also zum Drehen. Und da steckst eine Menge Arbeit drin. Dann halt, ja, steckt halt eine Menge Arbeit drin. Und dann der Schnitt halt, Lukas gemacht. Und ich habe halt nochmal die Nachbearbeitung. Beim das schon, mach mal Pause. Die Szene schon. Na, mach mal zurück weiter noch weiter zurück. So, schon alleine hier, mach mal ab da. So, schon hier musste ich halt die ganzen einzelnen Elemente malen und sowas, ja, die Sternchen und so. Und das halt immer wieder so, damit das halt nicht so klein ist. Ja, so animiert ist quasi. Vor allem die Augen, Alter. Wie oft haben wir die Szene gedreht? Von Justin? Einmal. Ich glaube einmal. Oder? Einmal haben wir die gedreht. Ja. Die Szene, die gleich kommt. Die haben wir auch einmal gedreht hier, die Szene? Ja, die kannst du mal Pause. Die Szene, die haben wir ein paar Mal gedreht. Ja, die haben wir. Da gibt es auch ein Video, wie ich halt voll mit dem Skateboard auf die Fresse fliege. Das kommt noch später. Ja, wie wir alle auf die Fresse fliegen. Ich knall dann so rum und flieg dann hinter dem Auto so auf die Fresse und Rolf fliegt auf außer die Fresse. Ich nicht. Und Philipp, der sagt, er fährt einfach weiter und freut sich. Aber das Fahrrad, ja? Immer was damit, und das Fahrrad, ja. Hintergrund der Turbo Kite. Felix sein Auto. Ach, das Fahrrad war übrigens vorher an dem Gelände angeschlossen. Das war nicht angeschlossen, das war angelehnt. Warte, mach mal so. Warte. Deine Fresse, Digga. Geil. Ja, dann müssen wir. Alter, noch, dann müssen wir noch dazu sagen. Dann können wir noch dazu sagen, dass wir das Ding im Stellwerk gedreht haben. Ja. Das war der erste Tag, das war dieser 12-Stunden-Tag. Mhm. Das war krass. Das war wirklich. Das war wirklich, und fürs, auch du hast gesagt, du hast ja schon mehrere Videos gedreht, sagtest, dass das krass ist. Ja, also ich habe auch gesagt, Alter, wir müssten eigentlich ein Behind-the-Scenes-Video drehen, ja, oder so Making-of, müssten wir auf jeden Fall eigentlich machen. Ne? Mal schauen. Und wie sind wir dazu gekommen, wegen dem Pappen-LSD-Trip mäßig zu gestalten? Du musst das Lied anhören. Nein, das war deine Idee. Das geht ja von dem Titel schon aus, so Ticket, ja. Also. Ticket ist halt, das ist halt einfach doppeldeutig gemeint, der Song. Der ganze Song ist doppeldeutig. Einmal auf das Ticket, auf das goldene Ticket quasi hier raus, aus dem Elend sozusagen, aus dem Dreck. So, ja, das goldene Ticket. Und einmal halt ein LSD-Trip sozusagen, das Ticket, was einen farbenfroh auch die Umwelt vergessen lässt sozusagen. Und einfach. Natürlich kannst du das Video auch bei YouTube gucken. So halt. Doppeldeutig halt einfach. Ja. Ticket, goldene Ticket und das LSD-Ticket. Du musst ja den Track immer wieder anhören, dass du das verstehst so ein bisschen. Los, lass uns jetzt weiter, wieder gucken. Analysieren. Schritt für Schritt. Ah, so, dann bist du in das Ding reingesprungen. Ja. Guck ich. Ich bin verstört rein. Nehme ich ihn. Bums, stopp, stopp. Im Bumsbus. Unsere Kamera größer ziehen. Die hier? Ja. So, jetzt hier. Weiter gucken? Guck mal weiter. So, weiter gucken. Bis wir eure Stelle haben, wo wir drüber reden müssen. Weil die Party-Szene machst du ja auch krass. Bis zum Arsch, danke dir, Digi. Wir haben die Party-Szene, die wir dort gedreht haben. Wir haben 30, 40 Statisten waren da. Wir waren insgesamt um die 50 Leute. War eine kleine Privatparty. Zu der Zeit war das noch möglich? Also von der Postproduktion, also ich habe ja die ganze Nachbearbeitung gemacht, so die Effekte, bla bla bli blub. Und ich habe mich mit Lukas dann nochmal zusammengesetzt, um die Farbkorrekturen zu machen und so. Ich hätte gerne noch mehr gemacht, aber wie gesagt, so das, das geht immer mehr. So, ja, aber scheiß drauf. Ich hab's dann so gelassen. Ja, das erste Video perfekt. Also, überleg mal, du hast ja Fehler gefunden, wo du uns die erste Version gezeigt hast, wo Wolf und ich gesagt haben, das ist geil. So? Ja. Ich habe den Jungs ungelogen von dem Video, ich habe das Video die Version hab ich sieben Versionen exportiert. Immer wieder was anderes so und dann irgendwann. Ich habe den ersten Fehler gefunden. Und ich habe heute, am heutigen Tage erst, das finale Video exportiert bei mir zu Hause. So, und das ist halt so der Ablauf, ja. Also, und wie viele Tage sind vergangen seit dem Dreh? Wann haben wir das gedreht? Ende August. Ende August, Anfang August. Ja. Und heute habe ich quasi das finale Video, so wie es jetzt bei YouTube ist, heute das finale Video exportiert. Ich bring den Vibe. Ja, ich hoffe, die Leute checken diese Szene so. Das ist einfach völlig einfach mitten im Wald. Man kennt doch diese Redensart so, ich stehe mitten im Wald. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt so wisst, was ich meine so. Aber das ist ja noch, das war nicht die Greenscreen, der Tag, wo das ist, die Greenscreen-Szene bei mir auf Arbeit. Mhm. Mach mal am besten da mit Tippen. Ja, genau, ja. Wir sind high, alles mein, gib das Ticket. Sehen die das jetzt auch hier? Ja, das. Geh mal auf den schwarzen Rand. So. Alles her, sag ich nein, gib das Ticket. Ich fahre Bahn. Wie oft wir auch immer wieder angefangen haben. Und nochmal. Und dann war, ich glaube, wir haben immer so drei Takes gemacht. Und dann waren alle ruhig, alle erstmal trinken. Also, wie viele Kisten Bier? 15 Kisten Bier und. Kann man hier Preise nennen?
Nee, das nicht, aber es. Es, weil, wenn die Preise hören, da sagen die, seid ihr bescheuert, das hättet ihr auch bei Rewe für ein Drittel des Preises. Ja, nicht, also das Video war auch schon teuer. Ja. Es war für unsere Zwecke, ja. Also ich meine alleine schon, was versoffen wurde. Ja. Wir haben halt, wir haben vom Club aus quasi das gestellt bekommen, aber... Mussten es halt trotzdem bezahlen. Ja, natürlich. Und Ja, habe ich auch so mir so, so, das ist so, wirkt so 3D-mäßig, ja, mit der Disco-Kugel, dass ich die quasi so... Über den Rand. Über den Rand gemacht habe. Das ist aber gut. Ja. Das ist geil. Das sind auch so, das sind so kleine Dinger, die kriegst du erst beim mehrmaligen Gucken mit. Ja. Die Seele war zum Beispiel auch vorher nicht drin. Die habe ich dann auch ausgetauscht und habe die Disco-Kugel doch mit rein gemacht. Achso. Voll mein Ticket, ey. Ich bin alles meiner, außer die Norm. Gieß mir eine Form, ich bin ein Schütze und stand niemals im Tor. Ha! Die Stadt ist Geld, keine Liebe, nur Zorn. All die Blicke gefroren. Ein Schutzschild das Dorn, sieh dich vor, sieh mal nach, sieh mal hier, sieh mal da. Wir wollen alle nur hier raus vom Königsdeck. Da ist deine Kette kaputt, die Richtung im Lokal, komische... die Miete und den Strom. Ich glaube, wir müssen mal Pause machen, wenn ihr mir mitbringt. Nee, das geht schon. Okay. Das geht, ich habe das in den Aufnahmen angeguckt. Okay. Ich habe auch leiser gemacht, ja. Was auch nochmal danke an Berchi, an Berch69, dass du uns den Bus gestellt hast. Wie gesagt, du kriegst noch eine Kiste Bier, kommt noch. Ja, ey, vor allem aber auch die After Effects, da kann man die mal. Danke. Kann man die mal auf die Schulter klopfen, hast du gut gemacht. Danke. Wie wollte ich jetzt sowas so keine Schwänze einstellen? Tja, ich kann nicht nur Texte schreiben, ich kann nicht nur Videos drehen, sondern ich kann sie auch bearbeiten. Selbst ist der Mann. Das ist auch geil. Ist gut. Vor allem sieht man noch die Schminke, die ich dann auf einmal kontrolle. Okay. Meine roten Wangen und diese komischen Augenbrauen, Alter. Dumbo. Digga, nee, pass mal auf, eigentlich müssen wir hier Bild für Bild mal so durchgehen. Pass auf, warte. Aber das geht wieder nicht, oder? So viele Elemente, die man eigentlich gar nicht wahrnimmt beim ersten Mal gucken. Diese Pfeile und so. Dann habe ich Engelsflügel, dann kommt der Elefant. Das ist voll heftig. Ich würde ja sagen, den Check müssen wir auf Zeitlupe machen. Ja, wahrscheinlich schon. Ich will mal alles sehen. Ich will keine Flaschen, sondern Weinfässer. Ich habe mit meiner Mutter schon eine Zeit vorgemacht. Das ist cool. Meine Mutter feiert es auch zu Tode, zum Beispiel. Ja. Die Szene. Mein Schwiegervater feiert es auch extrem. Die Szene haben wir zum Schluss gedreht. Da war schon die Luft raus. Ja. Nach 12 Stunden. Da war die Party vorbei. Das war der letzte. Ich am Schwitzen, Alter. Mein Shirt war komplett salzig. Das hat auch Philipp dann geschmeckt. Dann Corey, nochmal danke an den jungen Mann. Hat der nicht auch die Gitarre gespielt? Ja, genau. Das ist so übrigens der Boy, der wirklich das Gitarrensolo am Ende spielt. Genau. Cornelius Wolke, der hat auch schon von Osten feiert besser. Das haben wir doch bei Instagram. Ach so, ich hab gedacht, du willst die. Nee, das haben wir auch bei Instagram. Ja, genau, der hat auch das Cover von Osten feiert besser gespielt. Genau. Dieses, was ist Akustik-Cover? Ja, Rock-Cover. Rock-Akustik. Ein sehr großes Talent. Ja. Schlagzeug. Der hat auch, wie gesagt, eine eigene Band und produziert für die Jungs von Industrial Hive, auch bekannt unter 20 plus 2 Motocross. Mit dem ASDF Mobile. Ja, cooler Typ auf jeden Fall. Ja, danke also, nochmal. Danke auch nochmal, riesen Dank an dir, junger Mann. Ja, das ist auch der Moment, wo ich mal kurz klar werde, wo die erste Pappe quasi aufhört zu wirken. Dann lege ich nochmal nach. Felix, der Drummer. Dann kommt Felix, mein ehemaliger Arbeitskollege. Wir haben leider nicht gesehen, dass der, wie sagt man? Spot nicht richtig auf sein Gesicht, das ist die halt Beleuchtung war halt. Das ist nach 12 Stunden Dreh dann auch nicht mehr dem Lukas nicht auch nicht mehr aufgefallen. Ja, das ist egal. Ja, war das erste Mal. Und Felix ist trotzdem cool damit. Ja. Passiert, Mensch. Es soll halt auch zeigen, dass es halt, da haben wir auch gesagt, okay, diese Szene kommt und dann geht's nochmal los. Ja. Geht's nochmal krasser los. Ja. Corey wird dann Felix angrinst, geil. Dann machen wir Revue. Jetzt auf die Skate. Das war die beste Szene. Ja. Da bin ich schön auf dem Skateboard durch die Kante gerollt. Auch nochmal riesen Dank an alle Statisten. Ja. Ihr habt auf jeden Fall gut gesoffen. Aber dafür war es ein sehr. Ja, auf jeden Fall auch sehr viel Action drin. Ja.
Jahre Parkkontrolleure wollen mein Ticket. Also der, die Gitarre da spielt, der hat tatsächlich auch wirklich das Solo eingespielt. Ja, also genau, er war das auch, ja. Und finde ich, passt so perfekt rein. Ja, da gibt's auch eine Story zu. Corey hat mir zwei Versionen der Gitarre geschickt. Eine, die war mehr Metal-lastig und die war einfach zu krass. Und die hätte, glaube ich, nicht gepasst. Und dann hatte ich die und die habe ich halt dann drauf produziert und die war wirklich. Ich glaube, der Kameramann hat das Video, den Grobschnitt, hat er in Adobe Premiere gemacht und ich habe die Postproduktion dann in Final Cut gemacht. Auch die ganzen grafischen Sachen und so, alles habe ich im Final Cut gemacht. Also. Warte mal, dann die Jacke. Wollen wir das jetzt schon? Ja, mit After Effects hätte ich noch mehr machen können. Ihr seht ja die Jacke da jetzt gerade hier. Und da haben wir uns noch. Passt auf. Da gibt es ein kleines Special. Das können wir jetzt raushauen. Ja. Jacke ist hier. Eine schöne dicke Bomberjacke für den Winter. Ja, das ist eine Bomberjacke. Schwarz-schwarz in der Größe. Mit Innentasche. Mensch. Welche Größe ist denn das? Welche? Das ist die Größe L. In der Größe L. Und unter, ja, wie soll man sagen, derjenige, also nicht derjenige, die Leute, die unsere Box vorbestellen. In einer Box, in einem Paket. Nee, nicht in der Box. Ja, in einem Paket wird diese Jacke mit drin sein. Genau, also es ist nicht in der Box, es ist einfach nur mit zugepackt. Ja, kannst du dir ein bisschen Geld dazu verdienen, indem du einfach mal durch die Bahn läufst und ein paar Tickets kontrollierst. Ja, und wenn Kinder da was dabei haben, nimmst du das Geld und verpisst. Ich würde sagen, wir unterschreiben die auch dann noch, alle drei. Oder er dreht das Video dann nach. Willst du die schöne Jacke vor uns schneiden? Weiß ich nicht. Was? Vielleicht in? Aufs Schild einfach. In vielleicht, ja. Aufs Schild oben. Was ist denn hier los? Mal, das kannst du Fell wechseln. Da kann man das Fell wechseln. Ja, also, da kannst du Sachen schmuggeln. Nee, aber, ja, stimmt, wie gesagt, diese Jacke aus dem Video, einer, der die, also, von den Vorbestellern, einer hat das Glück, diese Jacke mit dabei zu haben. Die ist wie gesagt nicht in der Box, sondern da hat er einfach einen größeren Karton. Ja. Ja, fanden wir eine coole Idee, weil wir wussten nicht, was wir sonst mit der Jacke machen sollen. Dachten wir, ach, jemand seid ihr Idioten. Das hast du aber schön gesagt. Feine Cut ist von Apple, genau. Damit schneide ich nur. Welche Größe hat die Jacke? L. L. Aber das machen wir wirklich. Ich glaube, diese Auslosung ist wirklich spontan. Ja. Also da kann auch nicht einer, der wir hier... Wir packen die einfach zu irgendeiner Box dazu. Zu irgendeiner Box. Wir gucken nicht, wer die kriegt, wir packen die einfach in irgendeine Kiste mit rein. Irgendjemand, das ist, ich und glaube... Dann kriege ich die Kiste. Das ist ja dann auch noch was, die ganzen beteiligten Künstler. Ja, da gucken wir dann, wie es ist. Ja, und dann läuft das Ding halt aus. Ja, übrigens, das haben wir nachvertont am Ende, ja. Und wir haben uns wirklich Tickets gekauft. Wir hatten wirklich Tickets. Wer kennt den Sound, wo ich wach werde? Wer kennt den Sound? Wo kommt der her? Metal Gear Solid. Natürlich. Metal Gear Solid, wer kennt den Sound? Ich hab das Originalspiel noch zu Hause, in Spanisch und Deutsch. Mensch, du bist eine alte Putzau. Und weggerannt. Ja, rennt der Dicke, Alter. Ich finde aber auch, ich finde das Cover ist auch geil gelungen. Ja. Das Cover ist, da sind alle drauf. Sogar Miro. Das Foto hat Nelly geschossen, oder? Ellie hat das Foto geschossen und ich habe das Cover dann quasi fertig gemacht. Nelly. Mit dem Schriftzug. Ja, da musste man Miro, weil der eigentlich, er saß, wer war das? Sein Kumpel, glaube ich. Eigentlich saß Miro über ihn, Justin ihn einfach. Ja, Miro, der da oben in der Ecke sitzt hier. der war eigentlich hinter dem Schriftzug, den habe ich dann ausgeschnitten und dann einfach da hingesetzt. Fällt gar nicht auf. So, damit der da, ja, übrigens. Und jetzt Pause. Kann man diese wunderbaren Prachtexemplare kann man auf Feierstoff bestellen. Ich freue mich sehr, dass man jetzt endlich wieder Faktshots bestellen kann. Ich hatte damals schon mal welche von den Faktshots gemacht, aber jetzt richtig. Jetzt kann man es richtig und man kann sie kaufen und ich freue mich und man kann auch die Ticket-Shots kaufen. Ja. Freue ich mich auch hier, der gute Mann. Mensch, jetzt mal, mach da mal Model, mach da mal Modenschau. Na, ist ja nichts, ist nur Ticket drauf. Halt nicht mehr. wir besaufen uns jetzt, feiern das Ding. Hört es euch nochmal an, wir hören es hier nochmal im Studio laut. Auf jeden Fall. Schön, dass ihr alle dabei wart. Ja. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Spenden vor allen Dingen. Ja, auf jeden Fall. Props geht raus an alle. Laufen lassen? Schön, dass ihr da wart. Streamt das Teil, verlinkt uns alle. Teilen und. Nee, das ist ein Scheiß, streamt das Ding tot bis ins nächste Universum. Ja, Mann. Wem's gefällt. Macht's gut. Ciao.